Hallo und herzlich willkommen hier im wunderschönen Knast zu Falkenstein. Ja, wir haben beim letzten Mal aufgehört, am Kittchen hier zu bauen. Und heute bauen wir natürlich wieder weiter. Und wir haben ein bisschen herum experimentiert, für all jene, die es nicht mehr wissen, was gestern bzw. vorgestern oder am Montag, keine Ahnung, je nachdem war. Wir machen heute jetzt hier einen dran und hier. Tür geht zur Dings, zum Schalter auf und geht zum Schalter auf. Perfekt. So, geht zum Schalter auf. Das gleiche Spiel müssen wir jetzt hier auch machen, ne? Das ist euch klar. Aber wir haben es diesmal nicht so schwer, denn wir haben diesmal... Wir haben diesmal den enormen Vorteil... Das ist falsch. Das ist richtig. Zack. Genau, alles klar. So. 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 Es sollte, wenn ich mich jetzt nicht irre und nicht komplett dead bin. Ja, komm, du musst jetzt mal hier weg. Ach nee, sehr richtig. Zum Schalter, perfekt. Genau so wollte ich das haben. So, wenn ich hier schieße, zack, ist die Tür zu. Ja. Und man kann in hier reingucken. Man hat viel Übersicht über die Zelle. Weil wäre es anders, dann hätte man nur bis hier gucken können. Man hätte nicht so viel. Und so kann man halt weiter reingucken. Alles schon durchdacht. So. Ja, womit ich nicht, woran ich nicht gedacht habe, ist, dass wir ja gar keine vier Türen brauchen, sondern wir brauchen acht. Arrgh. Also hier wieder durch unseren provisorischen Tunnel. Ja, das ist umständlich, aber es muss umständlich sein, weil... Was ist, wenn sich die Gefangenen durchgraben? Wie? Natürlich können die sich durchgraben. Oh, 40 nur noch, oh mein Gott. Wir haben nur noch 40 von diesem Eisen. Oh mein Gott. Wir brauchen Eisenvorräte. Und ich sehe es schon, wir müssen definitiv auf eine Höhentour. Und vielleicht mache ich da wieder einen Stream. Vielleicht mit dem Delfino. Delfino, wie sieht's aus? Hast du Bock? Ach, vielleicht haben wir den sogar schon gemacht am Wochenende. Ich weiß ja nicht mal, die Folge herauskommt. Das ist ja das Problem. Aber ich denke, dass es heute Sonntag ist. Sollte heute eigentlich Sonntag sein. Sollte machbar sein. Ja, und wir haben einen Hebel zu wenig, zu wenig. 1, 2, 3. Zack. So, wir müssen auf jeden Fall wieder wegkloppen. Den hier. Jo. Ja, wie kann man nur so fröhlich sein beim Gefängnisbau, oder? Ich hab schon wieder Paras. Also der Knast hier unten ist echt gefährlich, ne? Das ist eine richtige kleine Gruft. So, gerade juckt mein Arm, das heißt, ich muss mal kratzen. So, ich glaube, ich habe jetzt zwei Folgen dann. Müssen wir gucken, wir machen das erst so und so, ne? Na, clever. War ich ja wieder ein Fuchs, wa? Genau, doch, das ist so richtig. Zack und zack. Was mache ich denn da? So, 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 so. So, so. Zack, zack. Zack, zack. Zack. Und Hebel. Offen. Offen. Sehr gut. Ja,
Ja, diesmal falle ich nicht auf den Trick rein. Denn diesmal ist es ja so. Zack, zack. Habt ihr gesehen? Das ist ein Könner, wa? Na, guck da. Da guckt er wirklich. So. Zack, zack, zack. Perfekt. Perfekt. So. Ja, die Zellen sind dann soweit fertig eigentlich. Könnt ihr noch die Lampen rausnehmen, damit es hier drin ein bisschen dunkler wird. Was ist denn hier überhaupt vom Lichtlevel her? Ja, da kann einiges bohren. Und jedes Mal, wenn wir hier vorbeigucken, können wir gucken, ob er im Gefängnis ist. Und wenn da jemand drin ist, dann wissen wir... Ah, der hat was angestellt. Ne? So. Die Gefängniszellen sind natürlich zu, weil es soll sich auch keiner einsperren. Theoretisch hätte hier schon jemand spawnen können. So. Bett nehmen wir mit. Ich glaube, wir können hier schlafen, ne? Ne, noch nicht. Das sind ja gerade mal 6 Minuten. So, hier könnten wir dann noch eine kleine Ecke machen für den Wärter. Oder die Wärter. Die Wärter. Den Wärter. Den Wärter. Aber nicht heute. Denn ich denke, wir sollten uns jetzt langsam damit befassen. Das machen wir auch. Wir befassen uns jetzt mit dem Tunnel. Wir bauen an dem Tunnel. Tunnel, Tunnel, Tunnel. Ja, ich weiß, ich springe von der einen zur anderen Baustelle, aber ist ja mal... Ist der da drin? Habe ich das nicht ausgeleuchtet? Kann ja gar nicht sein. Habe ich wirklich so einen Fusch betrieben? Ja, ich habe so einen Fusch betrieben. Du Scheiße. Hallo, mein Freund. Wie geht's? Hallo, wie geht's dir? Da geht er weg. Was ist das für eine linke Bazille? Du bist ganz schön clever, weißt du das? Das ist mit Abstand der cleverste Creeper. Den ich kenne. Aber du. Batz! Brauchst mich gar nicht anvisieren. Hä, wo ist denn der Creeper jetzt hin? Da. Ich sehe dich. Und jetzt bist du fällig. Brennst du oder was? Sag mal. So. Ja, ich weiß, hier habe ich umgefuscht. Irgendwie muss ich hier gefuscht haben. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich sowas mache. So, so auf jeden Fall nicht mehr. Ja, das ist ja hier der Gang von der Elektronik, ne? Welche Elektronik? Na, der Elektronik. Und wir müssen mal gucken. Oh, fast runtergefallen. Wir können bald schlafen, ne? Können wir schon schlafen? Ah, bestimmt noch nicht. Das machen wir aber gleich noch. Wir werden das hier gleich nochmal... Also heute vielleicht nicht.
weil wir machen ja heute den Tunnel. Aber vielleicht morgen, ne? Vielleicht dann morgen. So. Zack, zack, zack. Wir schlafen draußen. Ich hab Bock, draußen zu schlafen. Vielleicht wächst hier auch irgendwann mal ein Baum, schöner. Ja, gute Nacht. Gut. Und die Tintenfische freuen sich hier, dass es in Falkenstein fröhlich vorangeht. So, was haben wir hier? Haben wir sie. Die ganzen guten Steine. Die ganzen guten. Mhm. Ja, es sind nun mal die guten, weil sie guten sind. Mensch, wisst ihr doch. Könnt ihr euch doch denken. Platsch. So, wir haben es da unten noch. Da unten ist es ganz genau, alles klar. Muss ich jetzt aber vorsichtig sein. 1, 2, 3, 4 in der Mitte. 1, 2, 3, 4. Also hier, ne? So. Und so, ne? Ja, wir haben noch genug Luft. Keine Angst. Wir haben Unterwasseratmung. Also insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passt. Dann gehen wir kurz atmen. Haben geatmet. Und dann bauen wir uns jetzt rüber. Ja, es geht fast wie über Wasser, ne? Unter Wasser sind wir fast so schnell wie über Wasser. Ja, naja, es gibt schon ein paar Unterschiede, ja. Wir haben jetzt Glück, dass wir uns die Verzauberungshelm und den Wasserläufer gemacht haben. Was? Hier müssen wir rein? Das geht nicht. Das geht nicht. Können wir ja gar nicht machen. Wie sollen wir da reinkommen? Hm? Hm? Ja, jetzt wird die Luft knapp. Viel Blasen noch. Ach, das sind noch ein paar Sekunden. Guck mal, reicht doch locker. Aber was nicht reicht, sind unsere Steine. Und dann sollten wir uns jetzt mal... Ja gut, das sind auch nochmal 26. 24. Hallo. Zumindest kommen wir damit rüber. Lalala. Zumindest würden wir damit rüberkommen. Na, wir holen uns erstmal Nachschub. Machen wir das erstmal so. Verbleiben wir so. Ja, was gibt's sonst noch Neues? Ich habe leider gerade keine Ahnung von der Wahl, weil Freitag und Zeron hat bis jetzt noch kein Wahlvideo rausgebracht wieder. Ansonsten von den Vorstellungen habe ich die von, wie gesagt, von dem Yu, von dem Serlo und von dem Martin Papst bekommen. Und der hat die als PDF gemacht und man kann die auch als PDF machen, wenn ihr das möchtet. Ihr könnt die machen, wie ihr möchtet. Ob blond, ob braun, ob kurz, ob lang. Wie gesagt, nicht länger als 15 bis max, ja eigentlich nach 15 Zeilen reicht. Länger auf keinen Fall. Ist ja nur, damit ihr euch mal kurz vorstellen könnt und so schreiben könnt, was ihr euch so gedacht habt. Habt euch wohl so gedacht, war das hier reinfalle? Oh. Oh, mit Glück, ja, schön. Kann ja kaum was Besseres erwarten. Mit Glück, oh. So, dann müssen wir jetzt die hier wegkloppen, ne? Seht ihr, hätten wir gar keine Steine holen brauchen, ne? Hätten wir direkt von hier nehmen können. Was? Oh, oh. Oh, hallo Tintenfisch. Fischi, 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 Fischi. Haben wir schon Gefangene? Ach, guck ihn dir an. Ah. Herr Enderman, Herr Enderman. Hier nicht zu suchen. Du greifst mich an.
Du greifst mich an? Verdammt. Hing einer in der Perle? Das kann doch nicht sein. Hing einer in der Perle, machen wir so einen Aufstand. So. Was? Wo ist hier einer? Scheint ja fast so eine Enderman-Zuchtstelle zu sein, ja. Unten? Oh, noch einer. Guckt euch an. Oh, gleich zwei. Kommt's raus, junge Frau. Könnt's reingucken. Wartet mal. So. Na komm. Na komm. Keine Enderperle hinterlassen. Frechheit. Ey, ich will nichts sagen, aber das ist eine Enderman-Zuchtstelle hier, ne? Da hat er uns tatsächlich ein... Oh, vier Stück. Haben wir hier schon wem drin? Nö. Und hier? Auch nicht. Okay, wir haben uns jetzt schon wieder ablenken lassen. Tag ist es noch. Wir müssen den Tunnel bauen. Le Tunle. Ja, müssen wir natürlich nicht, aber wollen wir, ne? Genau. Le Tunle. So. Muss ich mal gucken. Irgendwas muss ich doch hier wegschmeißen können. Kies nicht, Türen nicht. Eichensetzlinge vielleicht. Dafür den Flint. 7 Flint. Flint kann man halt gebrauchen, ne? Ich wollte gerade sagen, jetzt schwimmt hier schon ein Enderman im Wasser rum oder was? Aber es war nur ein Kraken. Das war übrigens auch lustig letztens bei der Folge vom Zeron. Da kam ja ein Creeper aus einer Höhle. Und, sah aus wie so ein Tintenfisch, ne? Und Zeron hat dann auch gesagt, ein Tintenfisch auf Koks oder sowas. Was ist hier los? Mensch, oh, wir sollten mal atmen nicht vergessen, ne? So. Fand ich ganz witzig, den Spruch. Der war nicht schlecht. Hätte ja auch sein können, dass der Tintenfisch wirklich zu viel gekokelt hat. Auf. Naja, gekokelt ist jetzt auch wieder das falsche Wort. Na, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Ihr wisst, was ich meine. Könnt ihr ja gar nicht sehen, das Zwinkerauge. Haha. Ah, ja, ich bin heute gut gelaunt. Ich bin heute gut gelaunt. Denn das Ganze hier macht sehr gute Fortschritte und das freut mich natürlich extremst. Huch. Huch, das war jetzt nicht so gewollt, glaube ich. So, warte mal. Jetzt müssen wir mal gucken, wie hoch haben wir das denn? 4, ne? 4 Glas, das heißt, wir brauchen 5 so eine Dinger. So. Und dann ist es ja so, dass es hier beginnt, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Und hier endet. 1, 2, 3, 4. Na komm, können wir gleich mal rüberziehen. Wupp. Dann müsste das Ganze so sein, so sein, so, 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 so. Dürfte sich ja gar nicht groß unterscheiden vom anderen Tunnel. Tja, virtuell neben essen wir was und im realen neben trinke ich gerade was. Das ist auch gut so. Genau so muss das sein. Aber ich frage mich gerade, woher habe ich die Sepplinge? Wo hatte ich die her? Oh, das geht so nicht. Mensch, das geht so nicht. Hä? Schon wieder? Oder ich nie zu ihr aufgenommen. So. Oh mein, tauchen kurz ab. Ach Mensch, guck mal da. Ein Baufehler. Jetzt nicht mehr. So.
Ja, das wird sehr gut. Hier unten müssen wir dann noch ein bisschen was machen irgendwie. Mal gucken, wie wir das genau machen, aber das kriegen wir schon hin. So, dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, zack. 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 1, 2, 3. Verdammt! Da haben wir nur 3, ich weiß. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, zack. 1, 2, 3, 4, 5, zack. Lalala. Und die Folge ist vorbei. Guck mal, das ist sogar ein Tunnel, ne? Cool, ne? Finde ich auch. Nichtsdestotrotz hauen wir uns jetzt auf die Ohren. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder hier aus dem wunderschönen Knast von Falkenstein. Tschüss!